Hey Leute, seid ihr auch schon im Weihnachtsfieber wie die anderen Hochkantläufer? Meine zweibeinigen Mitbewohner stopfen sich immer mit Weihnachtsgebäck voll. Da wollte ich auch mal probieren. Hab mir ein bisschen Spekulatius gekrallt. Und ganz ehrlich, schmeckt wie morsches Holz nach einem Gewürzregalunfall. Wenn ihr mich fragt, da fehlt frische Katzenpfote. Oder zumindest ein bisschen Aroma. Aber ein Kobi gibt nicht auf. Hat mir dann aus der Handtasche von der Menschen noch eine Tüte Mandeln stibitzt. Hat die einen Rabatz gemacht. Von wegen, schlecht für die Kauleiste. Was labert die? Ich kaue nie, ich schlinge. Daher vielleicht auch der Spitzname Schlingel. Zumindest höre ich das andauernd. Naja, egal. Konzentriere mich jetzt wieder auf Heiligabend. Da gibt's immer Fleischfondue. Und wenn die Haarlosen dann wieder zu viel von der Prickelplörre hatten, schlägt meine Stunde. Die merken nie, wenn ein Teller fehlt. Also macht's gut, Leute. Frohe Weihnachten und Finger weg vom Pedigree. Zumindest über die Feiertage. Ey, du. Ja, du. Mit dir spreche ich. Du musst noch ein Abo dalassen. Eine Pfote wäscht die andere, mein Freund. Und wenn du schon mal da bist, kannst du auch gleich die Ringbellen. Die Bellringen. Sei ein braver Junge oder Mädchen. Bin der Kobi, musst mich lieb haben.